Zum heutigen Spiel, Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und gleich geht's dann auch los. Heute erwartet uns das Spiel VfL Bochum gegen 1860 München. Der VfL Bochum wird sicher mit Selbstvertrauen auftreten nach dem Heimsieg, als der erste FC Kaiserslautern der Gegner war. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Jetzt wird's gefährlich. Da passt er auf. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Eisfeld. Wurz. Stiepermann. Und er schießt. Und da war er zur Stelle. Super Parade. Die Heimmannschaft auf diesem Tabellenplatz. Das ist für mich wirklich überraschend. Ja, und wir werden mal sehen, ob sie das wirklich durchhalten können. Es ist noch eine lange Spielzeit. Er macht das Spiel schnell. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Stiepermann. Eisfeld. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Steil gespielt. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Das gibt einen Eckball. Er schraubt sich hoch. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Schukalo. Mölders. Sauber vom Ball getrennt hier. Mlappa. Wird's jetzt gefährlich? Da steht die Abwehr sicher. Und jetzt wird's Einwurf geben. Wurz. Sie suchen die Lücke. Celozzi. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber da kommt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Levent Ajicic. Gute Aktion. Das könnte die Chance werden. Er spielt den Steilpass. Mlappa. Der Abwehrspieler hat den Ball. Macht er ihn. Da ist der Ball im Tor. Sie haben die Führung. Sie kommen heute häufig zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Buschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Bülow. Levent Ajicic. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Gäste werden wechseln. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Der verletzte Spieler muss runter. Und jetzt sehen wir hier auch den Wechsel. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Wurz.
Stiepermann. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Tom Weiland. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Da verlängert er den Ball. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er versucht's. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. Wurz. Bastians. Celozzi. Fabian. Pertl. Gute Aktion. Mölders. Wird das eine Torchance? Abgefangen, gut gemacht. Mlappa. Da versucht es mit der Hacke, aber er kommt nicht durch. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Mauersberger. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort. Überragend. Sie spielen richtig guten Fußball und liegen zu Recht auf Platz 1. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Stiepermann. Wurz. Lapa. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Guter Ball nach draußen. Das ist genau Ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz. Und jetzt per Kopf. Das hätte der Ausgleich sein können. Naja, hätte. Fabian. Eisfeld. Jetzt ist er durch. Wurz. Und der Torhüter ganz sicher. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht. Das war auch mein Eindruck vom Spiel. Wurz. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Eckball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ganz stark abgewehrt. Adlung. Und da geht der Freistoß.
Da kommt der Schuss. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Und der Ball wird weitergeleitet. Schuss! Klatsch! Da prallt er vom... Ist es das jetzt? Kein guter Abschluss hier. Ungewöhnlich für ihn. Ja, war er einen Moment unkonzentriert und dann geht's schnell. Das könnte die Gelegenheit geben. Macht er das Tor? Mlapa! Da passt der klasse auf. Jetzt gibt's noch mal Eckball. Gute Möglichkeit. Gefährliche Flanke. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lorenzen. Jetzt der Schuss. Der Ball ist drin. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Und noch ein Tor. Die lassen überhaupt nicht nach. Unfassbar. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Eigner. Der Abpfiff und das Spiel endet 2:0. Vollgas Fußball.